Mahlzeit, ich gehe jetzt mal unangekündigt zum Herodes und bringe ihm mal einen völlig normalen Riegel vorbei. Gucken, was passiert. Hallo? Zeig mal, war Gotze. Mhm. Ja. Da freue ich mich auch. Ich bin hier, um dir was zu bringen. Oh, danke. Ist das mal. Hallo und herzlich willkommen bei Rommes ersten Prank. Ist mal. Er wurde es im Pausenkracher schenken. Ist mal. Total vergammelt oder so. Sie ist, okay, er ist vergammelt. Ist er nicht? Oder doch? Kommt da gleich was raus, oder? Kommt da gleich ein Tier raus? Isma! Ist ein Wortspiel? Nee. Wenn ich jetzt esse, was passiert denn dann? Dann geht dieses Hungergefühl in deinem Magen weg. Mm. Ist gut? Ja. Gut. Das ist ein ganz normaler Riegel. So, jetzt habe ich eine authentische Reaktion. Ist das hier ein Einfahrt, oder nicht? Ich tue jetzt so, als wärst du quasi der nichts ahnende Zuschauer. Hast du schon mal was von Vidme gehört? Von was? Vidme. Nee, nur von Hulu. Ja. Vidme ist so eine YouTube-Alternative, wo jetzt so Gronkh und so hingehen. Ich habe mir gedacht, man regelt sich da erstmal so einen Kanal weg, damit der nicht vergriffen ist. Habe ich jetzt einfach mal gemacht und ich dachte mir, bevor man jetzt den gleichen Content hochlädt, okay, ehrlich gesagt wollte ich den gleichen Content hochladen, habe dann gemerkt, man muss erst autorisiert sein, um mehr Videos hochladen zu können als 3 GB. Du meinst, wir haben die Mission, YouTube-Video in der Relevanz zu holen, jetzt aufgegeben? Nein, das machen wir zusätzlich. Und verlassen das sinkende Schiff. Wir können noch mehrfach, wir können noch verschiedene YouTube-Plattformen mehrere die Relevanz. YouTube-Plattformen, zum Beispiel nicht YouTube. Ja, können wir alle zurück in die Relevanz holen. Das ist doch kein Oder, Ding. Ja, zum ersten Mal in die Relevanz. Ja. Zum Beispiel Clipfish. Ich habe da jetzt so den Plan auf Vidme. Videos von uns zu kommentieren mit so Fun Facts, so Behind the Scenes, ganz interessant, lol, toll, Roffel. Kann Vidme schon Werbung? Weiß ich nicht, kann sein, ja. Wir müssen nämlich reich werden. Und ich darf da halt erst viel Content hochladen, wenn ich autorisiert bin. Und das geht erst ab 50 Abonnenten. Also liken und verbreiten. Also wenn ihr da Bock drauf habt, so bei 50 könnt ihr dann auch Schluss machen. Ihr könnt die Videos ja auch sehen, wenn ihr nicht Abonnenten seid. Aber ich wäre gern autorisiert, damit ich halt irgendwie mehr Videos hochladen kann. Das ist übrigens das Äquivalent vom Podcast. Vloggen neben der Hauptstraße. Ja, Essen beim Podcasten und Vloggen an der Hauptstraße. Ja, also wir sind wirklich die Multimedia-Content-Creators. Ich mochte immer die Tage, wo meine Mutter mich verprügelt hat, denn dann war sie wenigstens überhaupt für mich da. Ich könnte theoretisch jedes Video von uns kommentieren und irgendwie eine geile Hintergrundgeschichte dazu erzählen. Das haben wir doch schon mal gemacht, so Videos kommentiert. Ja, das war also durcheinander und hier geht es wirklich darum irgendwie so. Wie gesagt, ich bin auch auf euer Feedback da ein bisschen angewiesen, auf was ihr genau Bock habt. Irgendwie mehr so Stories oder zu den einzelnen Szenen, irgendwie so kleine Sachen. Das ist so richtig. Halt die Fresse! Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll auf YouTube. Community, habt die ganze Freiheit, ja. Weil ich keine Ideen habe. Richtig. Lösch den mal. Ist nicht spektakulär. Wie gesagt, also der Arbeitsaufwand soll auch gering sein, weil jetzt noch einen vierten Kanal irgendwie verwalten. Muss nicht unbedingt sein, deswegen ins Mikrofon gerotzt und hochgeladen quasi, ne? Klingt nach dem Format. Also. Abonnieren, favonieren. Aber ab 50 dürft ihr dann aufhören. Abonnieren ist übrigens kostenlos. War das ein Kotzriegel, Alter? Übrigens ist unser Zoom jetzt kaputt. Wenn ich hier so ranzoome, zoomt der immer wieder von alleine raus. Los geht. Aber hier sind wir gerade bei der Public Prank Compilation in Prag. Ein wundervolles Wochenende auch hier. Das war zum Tag der Deutschen Einheit 2011, glaube ich. Also es müsste von 1. bis 3. gewesen sein. Damals habe ich in einer Jugendherberge gearbeitet und hätte am 3. arbeiten müssen. Wusste nicht, dass das der Fall ist. Und auf der Rückfahrt haben wir dann leider verkackt, rechtzeitig an der Tankstelle anzukommen. Und so kam ich nicht auf Arbeit.